Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dune. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Leute, wir haben eventuell ein Problem. Ich habe so ein bisschen recherchiert und mal geguckt. Man findet ja nicht allzu viele Hinweise zu so ganz alten Spielen. Vieles ist verloren. Und ja, was ich aber gefunden habe, ist so ein Tipps- und Tricks-Ding für Dune. Und es gibt also folgende Möglichkeit. Jetzt, wir sind ja schon an Tag 38, meine ich. Globus ausblenden. Karten ausblenden. Genau, wir sind an Tag 38. Und gehen wir vielleicht mal erst auf das eine Problem ein. Dazu gehen wir nochmal auf die Karte. Neben unserem Palast, hier ist er, war ja mal dieses Siege. Das ist ja inzwischen ein Harkonnenfort. Von dem aus, das ist so ein Rand-Siege, heißen die. Von dem aus hätte man halt eben Spione machen können. Das haben wir momentan nicht mehr. Und wir können es ja auch nicht zurückerobern. Das funktioniert ja nicht. Wie wir gesehen haben, alles erfolglos. Deswegen ist das momentan schwierig. Es gibt aber ein weiteres Rand-Siege. Das ist Boah, gib mir einen Moment. Ich hab's gleich. Genau, das ist hier. Das ist dieses Siege. Nee, nicht Erxuntabre, sondern dieses hier. Erxuntimin. Und ich habe jetzt, erstmal habe ich das Save davor geladen und ein bisschen was geändert. Erxuntimin ist das Siege, bei dem wir Stilgar gefunden haben, den Anführer. Und ihr erinnert euch vielleicht auch nicht, ich wusste es tatsächlich nicht mehr, dass als wir Stilgar gefunden haben und mit dem bei Tufir Hawat waren im Palast, da hat der uns gesagt, übrigens auch als der Duke, also unser Vater, Leto Atreides, losgezogen ist, die Harkonnen zu besiegen, dass in der Nähe der Forts, in der Nähe des Sieges, wo wir Stilgar getroffen haben, halt eben Harkonnen-Forts gefunden wurden, die wenig bewacht sind. Und deswegen ist dies ein sogenannter Rand-Siege, von dem man halt auch Spione losschicken kann. Und das habe ich gemacht. Ich habe hier oben einen Spion hingeschickt. Die sind jetzt leider zu weit entfernt. Das heißt, wir müssen sowieso mal kurz reisen. Wir reisen mal hier hin. Halt. Aber nicht auf einem Wandwurm. Aber nicht auf einem Sandwurm. Sondern mit einem Ornithopter natürlich. So, jetzt erstmal finden den Kram. Genau, das ist Erxuntimin. Das ist hier. Wir fliegen da mal hin. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Auf die Karte. So, jetzt schauen wir mal, was hier... Jetzt ist der gefangen genommen worden. Oh, Leute. Glaubt mir, das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Okay. Jetzt kann der keine Spionage mehr machen. Dabei müsste er eigentlich Spionage machen können von hier. Weil von hier habe ich den auch losgeschickt. Das darf alles nicht wahr sein. Ich glaube, unser Spiel ist irgendwie kaputt. Okay, pass mal auf, Leute. Ich bin gerade ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt. Weil das war jetzt halt noch so einmal so ein Funken Hoffnung. Ich glaube, wir haben irgendwas getriggert und ja. Ich will jetzt was versuchen. Mir wurde gesagt, man solle ein Fort, das wurde mir nicht gesagt, das steht auch in diesen Tipps und Tricks, man solle ein Fort nicht mit 7 Truppen angreifen. 7 ist die Maximalzahl an Truppen, die stationiert sein können bei einem Siege. Das wissen wir ja auch, weil hier dann irgendwann voll ist. Fakt ist aber halt, 7 geht, 8 geht schon nicht mehr. Obwohl 8 eigentlich drum passen würden. Aber da immer ja auch mindestens ein Verteidiger da ist, kann es, wenn man 7 Truppen schickt, dazu führen, dass man eine Harkonnen-Einheit dort hat, die quasi leer ist, die nicht geschlagen werden kann. Das ist ein Bug. Muss man natürlich auch erstmal wissen. Das heißt, jetzt haben wir hier schon einen stehen. Wir können jetzt mal mit 5 Truppen, würde ich sagen, aus Sicherheitsgründen da mal angreifen. Wir nehmen jetzt einfach mal diese 4.
Ja, und wir greifen jetzt noch einmal da oben an und ich hoffe, dass uns das weiterbringt. Und wenn das nicht funktioniert, liebe Leute, und wir nicht einen einzigen Hakonnen töten, dann würde ich das Let's Play hier tatsächlich einstellen, weil dann ist ja auch, da funktioniert irgendwas nicht. Das kann ja nicht normal sein, oder? Wir können halt eben nicht mehr über Spionage rausfinden, wo Shani ist. Das ist schon mal einmal grundsätzlich das Problem. Aber vielleicht gelingt es uns jetzt eben dieses Fort, was uns Tufir Havard halt eben gesagt hat, dass wir das aufdecken können, dass das angreifbar ist und so. Ne? Jetzt ist der Spion da halt gefangen genommen worden. Aber vielleicht, wenn wir das jetzt angreifen, vielleicht sagt uns Tufir Havard dann irgendwie noch wieder was Neues. Und das wollen wir jetzt einmal schauen. Ich werde jetzt... Ich werde jetzt warten auf den Abend. Und auch nochmal auf den Morgen. Und dann schauen wir mal auf die Karte. So, die sind noch nicht da. Okay, aber die sind jetzt jede Sekunde da. Das heißt, dass wir mal kurz warten und schauen, was hier passiert. Ich muss mir derweil mal eben so ein bisschen Schokolade gönnen hier, weil das ist sehr frustrierend alles. Ich meine, das ist wirklich ein tolles Spiel. Musik, Atmosphäre, alles super klasse. Aber irgendwie sind wir hier in so ein Problem gelaufen, was, glaube ich, nicht sein sollte. Und Schoki geht immer. Hm. Und dann gibt es auch noch so ein paar Sitches, wie ich gelernt habe, die versteckt sind, die man nur finden kann, wenn man da so ein bisschen erkundet. Einige davon kann man wohl auch im Gespräch bekommen, das heißt, könnte sein, dass wir einige haben. Aber ich habe halt so eine Liste. Und wie gesagt, es könnte dann halt sein, dass wir die Liste an Sitches nochmal abfliegen sollten. Wenn das jetzt hier klappt und so, dann gucken wir mal. So, Bledan Temin greifen wir an. 1500 Mann. Oho, die Hakons sind völlig verwirrt. Es wird leicht sein, sie in die Flucht zu schlagen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Leute. Ich bin gerade sehr glücklich. Jetzt warten wir auf den Abend. Ich leg die Schoki mal weg. So. Wir kriegen eine Vision. Ja! Es ist die erste gewonnene Schlacht. Darf das sein? Oh mein Gott. Hurra! Ja. Hurra in der Tat. So, das ist der gefangen wurde. Nee, das sind Hakons. Sie sind Hakons, ja. Sie werden hier vorne, mein Trupp ist im Blinde, genau. Also, das sind 1340 Mann. Die machen wir jetzt nochmal wieder mal zum Armee. Zur Armee. Und im Gucken, Ausrüstung. Guckt mal, das ist sogar auch noch alles hier. Sehr schön. So. Wir werden uns das Fort mal ansehen, selbstverständlich. Also, das ist ja nur wirklich... Das war allerhöchste Zeit. Und wir sollten jetzt vielleicht mal mit Tufir dann sprechen. So sehen die Forts aus. Auch von innen ganz anders. Schauen wir mal. Wir haben den Kampf gewonnen, Muad'Dib. Wir sind dabei, dieses hässliche Fort in ein freundlicheres Siege zu verwandeln. Warte nur ab. Alles klar. Sonst noch jemand was anderes zu sagen? Nicht wirklich. So, Stilgar, was hast du denn vielleicht? Es ist gut, dass die Hakonnen geschlagen wurden. Unsere Fremen sind gute Krieger, nicht wahr? Und du bist ein guter Anführer. Ja, dann nochmal die Nachricht mit Shani. Gut, okay, so. Würde sagen, jetzt wo wir diesen Erfolg hatten, dass wir wirklich zum Palast... Nee, Moment, wir müssen nur eine Sache machen. Wir brauchen hier mal einen Trupp, der jetzt nochmal auf Spionage geht, würde ich sagen. Jawohl. Oh nein, wir müssen hier einige Veränderungen vornehmen. Und meine Männer müssen sich ausruhen. Okay, vielleicht ja die, die jetzt gefangen waren eine Weile. Ja, die können nochmal losgehen. Was ist das? Ist das jetzt hier dieser... Da haben wir einen Fort gefunden, okay. So, die holen wir jetzt auch direkt wieder zurück. Ist das jetzt hier so ein... Was ist das hier?
Warum ist da so eine Silhouette? Bin ich sicher. Ich fühle es, ich habe fast den Eindruck, dass wir es jetzt nochmal versuchen sollten hier, ganz ehrlich. Wir verlegen mal ein paar Truppen. Wir lassen die da oben erstmal umwandeln und alle anderen müssen wir mal wieder verlegen. Aber nicht ganz so nah ran. Vielleicht einfach hierhin. Das ist mit Sicherheit der nächste, der angegriffen wird. Wir legen sie nach Tonotabre. So, okay. Dann müssen wir nochmal über die anderen Trupps rüber, weil ja, jetzt habe ich ja einiges. Seht ihr, diese hier, die muss ich zum Beispiel jetzt noch bewegen, weil ich hatte ja den älteren Stand geladen, damit wir die Leute wieder an Toch kriegen. Ich glaube, diese hier sind zu weit weg. Ja, pass mal. Wir fliegen mal kurz woanders hin. Ja, ich würde sagen, wir fliegen mal kurz hierhin. Da müsste die Reichweite eigentlich reichen. So, es gibt noch eine weitere wichtige Sache, die man auch in den Tipps und Tricks lesen kann. Und zwar gibt es sowas wie... Oh, eine Vision. Eine Nachricht. Oh Gott, nicht schon wieder, bitte. Nicht schon wieder eine Gewürzlieferung. Okay. Egal, machen wir gleich. Erst jetzt die Befehle. So, die müssen ja Samen haben. Ja, die haben Samen. Wir könnten die jetzt quasi schon benutzen, um hier anzupflanzen. Weil sobald die anfangen, die Gebiete zu bepflanzen, ist das Spice in dem Gebiet verloren. Aber die Motivation wird stark gesteigert. Das heißt, ihr geht jetzt hin und ihr werdet hier... Moment. Truppenaufgabe ändern. Okay, das mit der Windfalle war noch nicht fertig. Wieso haben die denn dann aufgehört? So, die bauen jetzt hier halt die Windfalle und dann wird dieses das erste Gebiet sein, das wir umwandeln. Also, wo wir quasi Terraforming machen, dass hier wieder was wächst. Das steigert nämlich die Moral der Truppen enorm. So, jetzt eben hier wegen den, irgendwie, ach Gott, ich bin völlig orientierungslos mal wieder. Wo sind jetzt die? Da ist ein... Ach, habe ich den schon umbenannt? Ich habe den schon... Hä? Ach, ja, Leute, ich habe halt ein Safe zurückgeladen und habe ein bisschen was getan. Wir müssen jetzt erst zum Palast. Es geht nicht anders. Okay, weil sonst ist wieder irgendeine Gewürzlieferung oder irgendwas anderes geht dann wieder nicht weiter. Fliegen wir einmal zum Palast, schauen nach, welche Nachricht da ist. Und dann kümmern wir uns da um den einen Trupp noch. Noch eine Vision. Ja, ist es die Gewürzladung. Okay, alles klar. Dann sind wir ja gerade rechtzeitig da. ...8200 Kilogramm. Du alter Geizsack. Danken. Wir haben 81.000. Wir schicken 50% mehr. Dann gucken wir auch gleich, ob wir noch einen Händler bezahlen müssen. Diesmal nicht vergessen. So,
Sorry, da musste ich gerade noch was anderes machen. Jetzt geht's weiter. Danke, wie sieht's aus? Haben wir noch irgendeine Rechnung offen? Ja. 1740 Kilogramm, klar. Bezahl das mal. Sonst noch was? Alles gut. So, jetzt hat Tufir Hawat was für uns. Nein, offensichtlich nicht. Okay, wir müssen das also weitermachen. Aber wir haben gesehen, dass wir die schlagen können, ja? Das ist jetzt mal ganz wichtig. Und vielleicht lag es jetzt halt auch daran, dass wir nicht das Fort überladen haben, was wir da angreifen wollten. Wir schauen mal. Wir fliegen jetzt einmal hierhin, um dann da nochmal aufzuräumen. Truppen konsolidieren, zusammenziehen. Ich bin natürlich wieder falsch. Obwohl, warte mal, hier sind die drei. Dann ist das andere weiter südlich. Und da war's. Oh Gott, okay, dann fliegen wir jetzt dahin. Da sind auch nochmal Waffen, sehr schön. Ich frage mich, ob die das gerade auch schon ausgerüstet haben oder nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich reingegangen bin. Egal. So, wie sieht eure Ausrüstung aus? Das sind auch wenig Leute, ne? Ah, genau. Ich hatte die hierher geschickt wegen Saboteuren. Das war's. Und das habe ich halt gemacht, als ich halt aufgearbeitet habe, wie es hier weitergehen kann. 1740 Mann. 2020 Mann. 960 Mann. So, pass mal auf. Die sind halt schon Experten. Ich lasse die jetzt so. So, bewegen. Hierhin. Man könnte hier einfach noch ein bisschen besser zoomen. So, hier ist jetzt ein Siege draus geworden. Dann fliegen wir da jetzt nochmal hin. Ja, haben es schön gemacht. Und wir wissen ja, dass da ein Fort ist. Soll ich jetzt das nächste angreifen oder sollen wir erst... Eigentlich müssen wir Shani erst freihauen, ne? Wir verlegen euch jetzt als Vorbereitung. Wir machen mal 5 Truppen dahin. Ja, wir machen 6, komm. So, 6 Truppen haben wir dann da. Der Rest bleibt erstmal hier. Wie gesagt, was das ist, keine Ahnung. Das ist wieder so eine merkwürdige Sache, aber egal. So viele Jahre müssen wir nun schon für die Harkonnen arbeiten. Sklaven, das sind wir. Nichts als Sklaven. Meine Männer und ich sind dir so dankbar für unsere Befreiung. Viele sagen, dass du der bist, auf den wir schon so lange warten. Warte mal. Okay. Das ist ein Trupp gewesen, der noch... Ach so... Das waren hier Gefangene, aber nicht unsere gefangene Armee. Das war einfach ein Trupp, den wir noch nicht... Unser... Ja, cool. Armeespezialist. Okay, die finden noch irgendwo Messer. Das ist super. So. Okay. Nice. So, jetzt ist die Frage, ob wir schon mal einen Siege suchen sollten. Ich guck mal, was habe ich denn auf meiner Liste stehen? Zum Beispiel Celimintabre. Celimintabre. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo Celimin ist. Hier ist Erxun. Hier ist Karsak und Habania. Sihaya. Da ist Celimin. So. Celimintemin. Und Celimin Haag. Das sind die zwei, die wir haben. Und es gibt noch ein Celimin Tabre. Das ist östlich von Habania Tuek. Habania Tuek wäre hier. Nee. Habania Tabre. Oder Nordwest
und von Selimin Temin. Okay, wir können von hier gehen. Offensichtlich haben wir Selimin Haag. Haban Yatuik auch noch nicht. Doch, da ist Haban Yatuik. Eastward of Haban Yatuik. Or northwestward and slightly more west of Selimin Temin. Ja, wir gehen von hier. Von Haban Eastward of Haban Yatuik. Okay, wir fliegen hier hin. Sprung. Und jetzt fliegen. Jetzt kriegen wir erstmal eine Vision. Nichts aus Sihayatara. Was ist dort nur los? Okay. Dann sind da wieder Truppen zusammen, die sich nicht vertragen. Ich muss mir langsam mal eine Notiz machen hier. Was war das jetzt? Sihayatara? Ja, ne? Machen wir gleich. Jetzt fliegen wir erstmal östlich. War es östlich? Eastward of Haban Yatuik. Ja. Wir fliegen jetzt einfach in östliche Richtung, bis wir da ein neues Siege finden. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Und dann müssen wir natürlich auch die Gewürzsucher nochmal wieder auf die Reise schicken. Die neuen Gebiete erkunden. Und so kriegen wir dann halt auch nochmal neue Spice. Da ist was. Schön. Gehen wir mal rein. Da sind Fremen. Etwas Besonderes steckt in dir. Ich fühle es. Aber ob du unserem Volk Gutes bringen wirst, das kann ich nicht sagen. Folgt mir. So. Armee. Ausrüstung. Immerhin sind Messer da. Truppe wegen, nur ihr müsst ausgebildet werden. Hier ist Gurney. So. Dann, ich hake das mal kurz ab, dass wir dieses Siege haben. Dann gibt es noch ein... Also es gibt noch mehrere. Es gibt tatsächlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere versteckte Sieges. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal schauen, ob die Truppen da sind, wo wir sie haben. Und genau, hier sind sie. Das heißt, wir schicken sie ja jetzt zum Angriff hierhin. Und da würde ich jetzt halt nochmal speichern. Ist halt so schade, dass man nur 2 Save-Game-Slots hat. So. Truppe wegen. Karthak Tabra. So, okay. Karten ausbilden. Wir suchen derweil noch ein weiteres Siege. Ah ja, das Wasser des Lebens. Auch zum Wasser des Lebens habe ich was rausgefunden. Und zwar müssten wir da auch nochmal auf die Karte schauen und dann in den Globus und dann in die Ergebnisse. Ja, Charisma 49. Wir müssen ein bisschen gucken. Wenn das Charisma 50 erreicht hat, können wir das Wasser trinken. So lernt man halt auch wieder was dazu. Wir sind also kurz davor. So, der nächste Siege wäre Kailago oder Zailago Tabre. Das ist northeastward of Selimin Tabre. Northeastward, okay. Das heißt, wir fliegen jetzt von hier nach Nordost. Thank you.
Das ist aber weit. Ah ja, ich hab schon... Oh, nee, wir kommen zu nah an die... Hakonnenzone, ach du Schande. Oder nördlich von Zelimin Timin. Da fliegen wir nochmal nach Zelimin Timin und von da nach Norden. Eine Vision. Wahrscheinlich schon der Ausgang des Kampfes. Nein, die Hayataru. Ja, ja, ich weiß. Oh, noch eine Vision. Saboteurin Sihaya Haag, okay, da müssen wir nichts tun. So, jetzt einfach nördlich. Ich bin mal gespannt, ob wir es jetzt finden. Danach fliegen wir auf jeden Fall nach Sihaya Tabre und ziehen da die Truppen so ein bisschen auseinander. Nicht, dass diese Liste nicht... Ich glaube, das Siege können wir streichen irgendwie. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Aussagegehalt hat die Liste. Der erste war jetzt ein Treffer, aber hier... Ich glaube, wir müssen auch schon wieder abdrehen gleich. Ah, hier ist garantiert nichts mehr. Okay, wir fliegen nach Sihaya Tabre. Gucken mal, was hier los ist. Okay, wir bewegen euch mal. Oh, wie ich sehe, habt ihr auch gar keinen... Wie viele Leute seid ihr denn? Ja, wenigstens ein bisschen Infos wären nett. Egal, dann werdet ihr jetzt Armeespezialist. 1230 Mann. Ihr habt nix. Ah, ist auch nicht gut. Dann geht man zum Ausrüsten. Zum Kämpfen. Zum Ausbilden. Und vielleicht müsstet ihr auch euch mal bewegen. Ja, auf jeden Fall. Dann geht ihr mal hier hin. Und die drei müssen wir auch bewegen. Ich bewege sie dahin. Dreien da. Und so, wo sind unsere Gewürzrohre? Sehr schön. Trupp bewegen. Hier und dann da. Okay. Und jetzt ist die Frage der Fragen. Es hat nicht geklappt, ey. Ach, scheiße. Dann können wir das Safe Game direkt wieder laden. Ist im Grunde das, was wir jetzt gemacht haben, alles überflüssig gewesen. Schwierig, ne? Na, jetzt sind die natürlich zu weit weg. Schwierig! Ich weiß nicht, wie wir Shani da freikriegen sollen.
So. Ach, das war wieder zu weit weg. Ich würde die jetzt einfach das nächste Fort angreifen lassen. Wo gehen die hin? Weiß ich auch nicht genau. Ach, da fehlen aber auch viele Lasergewehre, ne? So, was haben wir jetzt? Ach, jetzt ist die HIAH. Ich habe das andere Siege vergessen. Egal, machen wir gleich. Erstmal jetzt hier die Truppen. Ja, habt ihr toll gemacht, die Verwandlung des Sieges. Wie viele seid ihr? 1500 Mann Neulinge. Okay, pass mal auf. Ihr macht jetzt Spionage. Und ihr auch? Er ist bereits unterwegs. Okay, das heißt, dass es da nichts weiteres gibt. Da oben war ja auch kein Trupp, meine ich. Das heißt, wir können jetzt einfach die drei da oben hinschicken. Da sind noch keine weiteren Informationen. Oh, war ja, die sind schon gefangen genommen worden. Beeindruckend, okay. Wir haben immerhin Hakonnen töten können. Okay, aber das, da muss ich auch nochmal laden, Leute. Sorry, es tut mir leid, Leute. Also das wird nichts. Wir haben jetzt schon 32 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier diese Folge. Und ich gucke weiter, ob ich nützliche Informationen finde. Dass wir so überhaupt gar nicht weiterkommen da bei dem Fort, wo Shani ist, das macht's gerade sehr schwierig und zäh für mich. Ich frage mich, ob es dann auch noch überhaupt noch unterhaltsam ist. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.